Liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3 hier auf Skellige. Hast du die Kikimoren getötet? Nein, ich habe die Kikimoren nicht getötet, aber vielleicht habe ich das auch gar nicht vor. Ich mache jetzt erstmal hier die Fackel an. So, und zwar folgendes Problem. Ich habe schon wieder keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind. Denn, oh Plötze. Denn habe ich es knallen hören. Dann hat die Druckwelle fast die Langschiffe aus der Bucht geworfen. Das muss ein fallender Stern gewesen sein, meine ich. Ja, es gab ein Patch. Du bist ein Hexer, nicht? Schon wieder. Also, ich muss zugeben, es ist aus diesen netten Kerlen von Farö geworden. Es sind schon wieder zwei Tage vergangen. Seitdem, ich muss hier nochmal hier kurz reingucken. Bei, der Anzeige. Weil ich will nicht, dass da über den Kopf Minikarte drehen. Ja, Minikarte habe ich ausgeschaltet. Ich musste das alles wieder ausschalten. Also, ganz klar, das war's schon. So, dann können wir mal gucken, was wir jetzt hier auf Skellige für Quests haben. Reise ist hier Skellige für Level 16 bis 18. So, Nebenquests. Sprich mit Lothar. In Skellige traf Geralt einen verzweifelten und gebrochenen Mann namens Lothar. Jemand hatte seinen Sohn mit einem mächtigen Fluch belegt. Täglich rückt der Tod näher. Der Hexer wusste, dass er den Fluch brechen musste, bevor er... Okay, komm mal, dann machen wir das doch mal jetzt als erstes hier. Lothar! Da! Da reiten wir hin. Sollte jetzt ja nicht so das Problem sein. Ich fürchte nur, dass wir sie nie wiedersehen werden. Uwe, warum sagst du das? Ich wollte zum Schnitzel waschen. Schon mal gegen einen Drachen. Schneller! Komm, Plätze. Auf geht's. Ja, und dann schauen wir mal. Also, es gibt jetzt sogar einen... wie heißt das? Es gibt jetzt eine Truhe, wo man seine Sachen ablegen kann. Und es gibt... Ist das hier richtig? Ja, das müsste es sein, ne? Ach, diese Musik. Es gibt eine Truhe, in der man seine Sachen ablegen kann. Und ein neues Steuerungsschema, das habe ich hier. Ah, das ist Lothar. Hat Erbarmen. Neues Steuerungsschema. Wem hinterlasse ich mein Haus, wenn Thialve stirbt? Wer setzt mein Erbe fort? Das teste ich jetzt mal. So, okay. Alles klar, Lothar. Lothar braucht Hilfe, deswegen sprechen wir jetzt erstmal mit Lothar. Darf ich stören? Ja, meine Gebete sind eh vergebens. Ich habe gehört, du hast Schwierigkeiten mit einem Fluch. Ja, stimmt. Siehst du das? Den Pferdekopf auf dem Stecken. Das ist... Ein Nitzdang, eine Art Fluch. Habe ich schon mal gesehen. Ist eine ernste Sache. Er kann Unglück bringen, sogar den Tod. Ja, der eingeritzte Name ist der von Thialve, meinem Erstgeborenen. Der Junge hat Fieber, wird schwächer. Ich werde ihn vielleicht vor dem nächsten Mond begraben müssen. Ich wollte den Fluch aufheben. Ohne Erfolg. Ich kann dir helfen. Ich kann dir helfen, auf eine von zwei Arten. Erstens, ich kann versuchen, den Urheber des Nitzdangs zu überzeugen, den Fluch aufzuheben. Zweitens, ich kann den Fluch auf den Verursacher zurückwerfen, indem ich dessen Namen auf den Stab schreibe. So oder so muss ich wissen, wer dahinter steckt. Aber ich habe keinem was getan. Ich wüsste niemanden, der mir das wünscht. Dann muss ich Nachforschungen anstellen. Okay, aber wie? Vielleicht gehen wir mal ins Haus rein. Hallo. Hallo. Das ist der kranke Sohn. Fühlst du dich besser? Hier ist nix. Was mir meine nach? Toussaint, ein märchenhafter Herzog voller Wunder. Nehmen wir mal mit. Himmlische Roggenschnaps brauchen wir nicht. Oh, hier ein magischer Gegenstand. Magische Gegenstände sind immer gut. Es ist jetzt auch so, dass Crafting-Items haben ein eigenes. Die zählen nicht zum Gewicht dazu. Wir können das ja mal zeigen. Huch. Ich kann das ja mal zeigen, so wir. Ich bin ja alleine unterwegs. Was ist denn das hier gewesen? Oh, plus Rüstung. Na, pff, nicht dein Ernst, oder? Jetzt lassen wir mal schön so, wie es ist. Wie viel haben wir denn? 115 von 130. Wir müssen sowieso bald mal verkaufen gehen. Ja.
Nützliches. Ja, hier diese ganzen Schwerter, das brauchen wir ja alles nicht. Feuerhaken und diese ganze Kacke, das können wir alles gleich nochmal schön verkaufen. Die Armbrust, ist die besser? Nee, die ist genauso gut. Kann auch weg. Ja, dann haben wir schon mal einiges hier wieder weniger. Und man hat halt die Truhe. Die wird auf der Karte angezeigt. Der Weltkarte. So, was ist jetzt hier? Untersuche den Nitzdang. Okay, ich muss den Nitzdang untersuchen, alles klar. Hier muss irgendwo eine Truhe sein, bestimmt hier oben. Hier ist die Truhe, ja, Lager. Anschlagbrett. Da werden wir auch als nächstes dann erstmal hinreiten. Von da aus erstmal Yennefer wiedersehen und gucken, was wir hier zu tun haben dann. Dann, wenn es soweit ist. So, untersuchen wir den Nitzdang. Schauen wir mal. Wo ist er denn? War der denn? Hier vorne irgendwo, ne? Wir nehmen Plötze. Ein Nitzdang, ein mächtiger Fluch. An der Stange ist ein Name eingraviert. Tjalve, Sohn von Lothar. Die Spur ist noch frisch. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Dann gehen wir mal der Spur hinterher. Also die Steuerung ist wesentlich direkter. Was ist das? Ein Frauenschal? Auffälliges Muster? Besonderer Geruch? Ja, und das war's schon? Ne, da hinten im Gebüsch ist noch was, oder? Ah, der Geruch. Den Geruch folgen. Oh, das habe ich echt vermisst. Also ich habe ja, wie gesagt, 3 Wochen, ein bisschen länger jetzt sogar noch. Weil die letzte Folge habe ich einmal nur zwischendurch aufgenommen. Da musste ich leider kurzfristig den PC lassen, wie er ist. Und bin dann... Was ist das denn hier alles? Kränauk oder was? Schöllkraut. Ja, wir nehmen das mal alles mit hier schnell. So billig kommen wir hier nie wieder ran an die ganzen Dinger. Musste ich ganz schnell leider los. Und dann hatte ich die nächsten Tage auch keine Zeit, zwecks Arbeit. Und dann war der eine Tag schon rum und jetzt habe ich aber wieder mehr Zeit und kann ein paar Sessions durchspielen. Ohne Probleme. So, hier war irgendwo der Geruch. Da ist der Geruch. So. Da ist der Geruch. Er führt ins Dorf, ja, was auch sonst. Sehr naheliegend. Und immer ein Kraut vorbei. Hat sie vielleicht Kraut gesammelt, die gute Frau. Man weiß es nicht. So, oder Pilze. Zu viele Gerüche. Ich kann meiner Nase nicht länger folgen. Ich muss wegen des Schals herumfragen. Okay. Wenn ihr im Wald etwas hört. Bist du Oten? Ja, bist du wegen meines Sohnes hier. Was soll ich denn... Wo soll ich? Achso, das ist der vermisste Sohn, ja. Wo soll ich denn nach deinem Sohn suchen? Östlich von hier, in den Ruinen der Festung. Er ist mit einigen Halunken von Faria aufgebrochen. Hatte sie in der Taverne kennengelernt. Sie haben ihm Flausen von einem Schatz in den Kopf gesetzt. Ich hab gesagt, Sohn, die Faröer sind Lügner. Du solltest dich nicht mit ihnen verbrüdern. Aber er wusste es besser. Wie erkenne ich ihn? Ich weiß bisher nur, dass er nicht auf seinen Vater hört. Ziemlich typisch für das Alter. Er heißt Olwe, fröhlicher Kerl, lispelt ein wenig. Sein Aussehen ist nicht besonders, aber das letzte Mal, als ich ihn sah, hatte er eine gelbe Tunika an. Die schönste im Dorf. Er hat sie von mir zum Geburtstag bekommen. Das dürfte reichen. Ich sehe mich um, aber versprechen kann ich nichts. Gut. Olwe, Mädchen. So, wir müssen mal gucken, dass wir irgendwen... Alter Mann. Das ist wirklich guter Stahl. Ja. Darf ich dein Schwert halten? Erst hab ich's knallen hören. Schön, da hat der Leibwelle so die Langschiffe aus der Bucht geworfen. Vielleicht kann ja der Typ hier vorne... Ein Hexer. Ja, ein Hexer, wie? Oh. Leute, Leute. Kann hier nicht mal irgendwer meine Fragen beantworten? Sag's dem Jarl, der ist zuständig. Hornblatt. Freunden zeigen wir das Herz, Feinden die Axt. Merkt ihr das? Ja. Da hinten sind noch Blumen. Oh, jetzt komme ich schon wieder in so einen Sammelwahn. Nieswurzel. Hatsche! Oh, weh. So. Du bist nicht von hier, oder?
Bist du verletzt? Ist das? Mein Papa war auch so blass, bevor er gestorben ist. Deinesgleichen erkenne ich auf eine Meile. Ja? Ah. Was willst du? Erkennst du diesen Schal? Weißt du zufällig, wem dieser Schal gehört? Ja, natürlich. Jonna, unserer Kräuterfrau. Sie lebt hier in dieser Hütte. Sie wird sich freuen, dass du ihn gefunden hast. Ja, ganz bestimmt. Du bist ein Hexer, nicht? So, was war, glaube ich, diese Hütte, ne? In der ich gerade drin war. Du kommst wohl von Weichsknallen hören. Jonna, Mensch. Ich habe deinen Schal gefunden. Bei Lothars Haus. Beim Netzdang, den du aufgestellt hast. Woher wusstest du das? Nur so eine Ahnung. Vielen Dank, dass du sie bestätigt hast. Du weißt, dass Thjalve mit einem Bein im Grab steht? Wie gut. Der Bastard hätte nie geboren werden sollen. Ich sollte Lothars Braut werden, aber er hat mich für diese Flunder fallen lassen. Das ist seine Strafe. Für ihn und seine ganze verdammte Familie. Was? Du würdest aus Eifersucht ein Kind töten? Meinst du das ernst? Hier geht es nicht um Eifersucht, sondern um Würde. Wir haben 10 Jahre lang zusammengelebt. Ich habe gekocht, seine Wäsche gewaschen, das Bett mit ihm geteilt. Und er verlässt mich ohne ein Wort. Das ganze Dorf hat gelacht. Die dumme Jonna hat sich hintergehen lassen. Ich lasse mich weder hintergehen, noch hab ich's vergessen. Ich möchte, dass du den Fluch aufhebst. Es ist mir ernst. Also gut. Aber zu meinen Bedingungen. Lothar muss seinem Sohn abschwören und zu mir zurückkehren. Das werde ich ihm sagen. Aber ich denke, wir beide kennen seine Antwort schon. Wer ist zuständig? Okay, wir haben aber noch die Möglichkeit, den zu ihr zurückzuschleudern. Reden wir mal mit Lothar, was er dazu sagt. Mal sehen. Schneller laufen! Ja, ich hoffe mal, dass die Kampf-Dings gleich geblieben sind. Kampfsteuerung. Steht Plötze hier noch? Plötze? Ja! Plötze steht da noch. Dann stimmt das Gerede über den Eisriesen. Und? Weißt du, wer den Netztank aufgestellt hat? Eine alte Freundin von dir, Jonna. Hätte ich mir denken können. Eifersüchtiges Luder. Gönnt niemandem sein Glück. Und? Wird sie den Fluch aufheben? Ja, schon. Du musst nur deiner Familie abschwören und zu ihr zurückkehren. Nein, niemals! Meine Frau, mein Sohn! Ich würde ihnen die Ehre nehmen, sie in die Armut stürzen. Du musst den Fluch brechen, Hexer. Sie muss sterben. Ja. Wie du willst. Du verdienst eine Strafe, aber nicht auf diese Art. Gut, ich mach's. Den Göttern sei Dank. Lass die Götter aus dem Spiel. Das ist eine Sache zwischen zwei Menschen. Richtig. So, jetzt können wir ja den Netzdang bestimmt hier irgendwie umdekorieren. J-O-N-N-A. Möge es schnell und schmerzlos sein. Muss ich noch was machen jetzt hier? Wahrscheinlich muss ich mir jetzt angucken, oder hole ich mir von ihm jetzt eine Belohnung ab. Oh, alter Mann, ey. Wie lange brauchst du? Hat's funktioniert? Ja. Dein Sohn wird sich bald erholen. Und Jonna wird sterben. Danke, Hexer. Meinen tausendfachen Dank. Mein Sohn bedeutet mir alles. Ich könnte es nicht ertragen, wenn er tot wäre. Deine Belohnung. Isst du mit uns, bevor du weiterziehst? Nein, mir ist nicht danach. Super, Quest erfüllt. Oh, 9 Erfahrungspunkte aufgestiegen. Sehr gut. So, dann ist es mal wieder an der Zeit, dass ich in das Quest-Tagebuch gucke. Ist denn der Hammond? Da
Das war doch eine Quest für Skellige, oder nicht? Ach, scheiße, ja, das war ja hier so riesig. Auf der Fährte Skellige. Hier. Da. Okay, die ist ja voll am Arsch. Also da segel ich jetzt nicht hin. Falls wir da mal hinkommen, okay. Aber also früher oder später werden wir da bestimmt hinkommen. Wenn man so, oh, einen Ort der Macht. Ach, den haben wir schon geholt. Ja, stimmt. So. Ein Schleifstein. Ist hier ein Verkäufer, ein Händler. Ja gut, aber hier können wir vielleicht noch mehr raushauen. Wie heißt denn das Dorf hier? Wollen wir ranzoomen, wie das heißt? Nee. Müssen wir erst entdecken. Gut, dann reiten wir mal hier oben hin. Da ist, glaube ich, auch die Hauptquest. Reiseziel Skellige. Ja. Da ist auch die Hauptquest. Ist ja gar nicht mal so doof. Dann machen wir das jetzt erstmal und reiten dahin. Los, los! Los, los! So, da ging es in das Dorf. Der Räuber? Los Banditos oder was? Man weiß es nicht. Nun gut. Alles klar. Hier nach links. Müsste der richtige Weg sein, wenn wir jetzt gleich über die Brücke kommen. Sind wir richtig. Schneller hier. Ruckzuck. Ja. Brücke. Alles Siggi. Wir hatten die Musik aufgehört. Naja. So. Links halten. Okay, das sind nur Wachen. Wölfe. Letzte Nacht war. Silberohrringe vom Festland vielleicht? Wenn meine Rete was vom Festland will, gehe ich auf Raubzug. Zeig mir lieber, was du von den Inseln Ich gucke nochmal auf die Karte. Ob ich hier auch wirklich richtig reite? Ja doch, ich reite vollkommen richtig. Hier ist ein Händler. Da ist ein Händler. Aber wir reiten jetzt erstmal hier in die Stadt? Lauf, Plätze! Ist ja gar keine richtige Stadt. Eher so eine Art Vor. Oh, was ist denn da? Wir reiten mal weiter. Wow! Das ist ja eine richtige Burg. Das müsste hier unten irgendwo sein, die Quest. Hafen von Kertjol. Mach schon. Sie muss zum Begräbnis fertig sein. Sonst schickt Bran auf die Reise. So. Hier weiter links ist es. Der Quest anfangen. Aber hier ist auch noch eine. Ich von Lucia möchte wissen, wo sie sie aufstellen. Am Strand bei Larvik. Sein scharfer Blick wird uns vor den Schwarzen beschützen. Ich habe meine beste Stute geopfert. Es war eine Ehre. Das Anschlagbrett. Und das wird sie auch im Jenseits sein. Mag sie unserem König würdig dienen. Einst sehen wir uns wieder. So wie wir König Bran wiedersehen werden. Und an seiner Tafel speisen. Apropos Tafel. So, Abschiedsfest. Yamia, der alte Leti-Krieger des Clan Enkreit, zu einem Abschiedsfest ein. Okay. Auftrag, Geist des Waldes. Krieger von Skellige, wenn unter euch einer tapfer genug ist, dem Geist des Waldes entgegenzutreten, dem grausamen Unterdrücker der Einwohner Feierlunds, so wird er eine Belohnung erhalten, die für eine Menge Met langt. Wir sind nicht reich, aber wir haben zusammengelegt und dabei ist ein hübsches Sümmchen herausgekommen. Kommt nach Feierlund und fragt nach Kven. Okay, Kven.
Das ist ja da, wo wir hinwollen. Olaf, Leiter der Wache von Kea Trolde, gibt das Folgende bekannt. Jemand hat sich in die Rüstkammer der Ankreid geschlichen und das Schwert mit dem Namen Kulio gestohlen. Der feige Strolch, der dies tat, wurde gesehen, wie er das Dorf durch das Südtor verließ und auf das alte Fort zuhielt. Wer dabei hilft, das Schwert zurückzuerlangen, soll für seine Mühe belohnt werden. Und wer dem Dieb hilft, soll einen Tod finden, der diesen Verrat würdig ist. Nehmen wir mit. Auftrag. Muriel. Dich verlangt es nach Ruhm und Gold, aber immer. Dein Schwert ist scharf und du fürchtest den Tod nicht, aber immer. Dann komm zu Björk. Ist das nicht so eine Sängerin? Dem Bootsbauer. Der hat Arbeit für dich. Es geht um die Muir'Dieblen in der Bucht von Kiatolde. Sie muss getötet werden, denn sie haben sich stark vermehrt. Sie müssen. Und sind so wild geworden, dass man ihnen jedes Mal begegnet, wenn man den Hafen verlässt. Tötet die Bestien und du sollst auf den Inseln berühmt werden. Und deine Börse soll schwer sein wie Gold. Mitnehmen. Gewinnunterricht. Nein, brauchen wir nicht. Faustkämpfe. Alles klar, nehmen wir mit. Bam. Quest gestartet, Quest gestartet, Quest gestartet. So, wo ist Yennefer? Hier irgendwo. Hey da, Hexer. Du suchst nicht zufällig Arbeit? Björk. Mensch, der Gute. Wollen wir da gleich mal die Quest annehmen? Jawohl, komm. Hör mal, Hexer. Wir haben ein Problem mit Muir'Dieblen. Du weißt schon. Ertrunkene. Das könntest du mit deinem Silberschwert bestimmt lösen. Lass mich raten. Sie zerreißen euch die Netze, fressen euch die Fische weg und greifen gelegentlich einzelne Bootsleute oder späte Tavernengäste am Ufer an. Wenn's das nur wäre. Die Biester in der Bucht sind schlimmer als die auf dem Festland. Sie jagen von früh bis spät. Sie greifen Fischer ebenso an wie Krieger. Das Meer spuckt sie irgendwann wieder aus. Rüstung ruiniert, Eingeweide gefressen. Seltsam. Gibt es Zeugen? Meinen Lehrling Rurik. Der war auf einem Boot, das die Muir'Dieblen angegriffen haben. Und Toves Mann wurde getötet. Sie lebt in der Nähe, ein Stück rauf. Sonst fällt mir leider niemand ein. Wer den Biestern begegnet, legt selten wieder Heile an. Reden wir über meine Belohnung. Reden wir zuerst über meine Bezahlung. Etwas zu bescheiden für meinen Geschmack. So, 300 wollen wir sehen. So viel? Für ein paar mehr Teufel? Nie im Leben. Ja, komm. 270. Das ist ein bisschen reichlich, Meister. Boah, weißt du was, Alter? 260. Ganz schön teuer, aber das ist es wohl wert. Gut, ich zahle dir, was du haben willst. Was für eine Arschsau. Ich übernehme den Auftrag. Mit Ertrunkenen hatte ich schon oft zu tun. Es ist bald vorbei, mein Wort drauf. So, sehr gut, sehr gut. Ist das hier noch einer? Nein, das ist ein Bootsarbeiter. Die können wir jetzt mal demnächst machen. Seeteufel. Kann ich die mal hier auf der Dings... Quest? Ja, das ist ja wahrscheinlich Ex-Auftrage. Sprich mit den Zeugen. Ach, fuck. Wo sind die Zeugen? Hier hinten, hinter uns sind die Zeugen. Da können wir mal mit denen sprechen. So, und hier oben ist auch noch ein Zeuge. Alles Zeugen hier. Was sind das nicht alles für Zeugen? Weg von unseren Mädchen sonst. Ja, alles wird gut. Okay. Dann haben wir ja was geschafft hier, eine Quest. Und hier sieht es echt grandios geil aus in dieser Bucht. Mal gucken, was Yennefer noch zu sagen hat. Die Ertrunkenen machen wir so nebenbei. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von The Witcher auf Skellige. Bis dann, haut rein, main bleiben. Tschüss.